Hallöchen, ihr Lieben. Heute gibt es bei mir wieder was ganz Tolles, was wir gemeinsam basteln werden. Und zwar passend zu Silvester gibt es eine wunderschöne Karte. Und zwar eine Schüttelkarte. Die lässt sich hier ganz einfach schütteln. Die hat ein paar Schüttelelemente hier mit drin. Und da steht auch eine kleine Botschaft drin. Wenn ihr wissen möchtet, wie ich das gebastelt habe, dann bleibt jetzt unbedingt dran, denn das zeige ich euch jetzt. Beginnen werde ich jetzt erstmal mit der Karte an sich und sage euch gleich mal die Maße. Und zwar habe ich mich für diese quadratische Karte entschieden. Die habe ich hier auch schon einmal in der Mitte gefalzt. Sie hat jetzt hier vorne ein Maß von 13 x 13 cm. Dann geht's weiter. Und zwar, ich habe hier einen rosafarbenen Farbkarton schon zurechtgeschnitten und der hat die Maße 12,5 x 12,5 cm. Und des Weiteren gibt es hier feierlich zu Silvester ein wunderschönes Musterpapier, ein bisschen so mit Glitzer versehen. Und das hat die Maße 12 x 12 cm. Habe ich übrigens aus diesem Block hier. Ich blätter mal ganz kurz für euch durch. Dann seht ihr mal, was es noch für weitere Motive hier in diesem Block gibt. Habe ich gekauft bei Action. So, wir beginnen und zwar mit diesen beiden Sachen. Die Karte habe ich kurz zur Seite gepackt. Und wir werden das einmal zusammenkleben mit gleichmäßigem Rand hier ringsherum. Wenn ihr das gemacht habt, braucht ihr eine Standschablone. Ich habe mich für einen Stern entschieden. Ihr könnt aber auch ein Herz nehmen oder zum Beispiel einen Kreis oder in so Kreiswellenform hier ein Muster, was ihr ausstanzt. Und zwar machen wir das mit der Big Shot. Ihr könnt am besten noch ein bisschen Klebeband hier an zwei oder drei Stellen fixieren, dass es euch beim Durchstanzen in der Big Shot nicht verrutscht, sodass die Mitte auch wirklich die goldene Mitte bleibt. Anschließend lösen wir ganz vorsichtig das Klebeband hier wieder ab und den Stern, den wir ausgestanzt haben, den können wir auch wunderbar für eine andere Karte oder eine ganz andere Bastelidee natürlich weiterverwenden. Bloß nicht wegschmeißen. Jetzt geht's weiter. Wir benötigen jetzt eine Folie. Ich nehme besonders gern die Folien aus den ganzen Stempelsachen, aus den Karten und allem Möglichen, was man an Basteleien denn so kauft. Das ist alles immer einzeln in so Folien schon drin verpackt und die Folien hebe ich natürlich auf und die können wir jetzt auch hier wunderbar verwenden. Wir müssen es einmal umdrehen. Schneiden uns dann die Folie passend zurecht, dass die dann auch das ausgestanzte Sternchen hier genau abdeckt und dann kleben wir es hier drauf. Das muss übrigens auch überhaupt nicht die Sternform haben, sondern soll wirklich nur diesen Stern, den ausgestanzten Stern hier von vorn abdecken, denn das wird nachher sowieso überklebt und das sieht man dann überhaupt nicht. So, jetzt kann ich es auch schon festkleben. Das heißt, hier geben wir dann Kleber drauf und dann anschließend die Folie. Jetzt benötigen wir als kleinen Puffer solche Klebeplättchen. Es gibt aber auch Rollen, wo man sich das immer streifenweise abschneiden kann und es dann hier ringsherum bekleben kann, um so einen kleinen Puffer zu haben, wenn ihr dann die Streuteile hier hineintut, dass sich die dann auch wirklich hin und her bewegen können. Ich kann ja mal ausmessen, wie dick meiner ist. Also meiner hat jetzt hier 3 mm an Dicke und das klebe ich jetzt hier ringsherum um den Stern. Natürlich darf das von außen, also von der anderen Seite, dann nicht zu sehen sein. Also passt auf, dass das auf diesem rosafarbenen Papier dann auch beklebt und das wirklich eng an eng. Es dürfen auch hier dazwischen keine Lücken sein, denn sonst würden da die Streuteile nachher dann rausfallen und das wollen wir natürlich nicht. Je kleiner die Streuteile, desto mehr ist natürlich die Gefahr da, dass das dann rausfällt. Ist jetzt natürlich eine kleine Friemelarbeit, aber es lohnt sich definitiv. Ich bin jetzt hier reihum gegangen
bin jetzt einmal also durch. Bevor wir jetzt die Streuteile hineingeben, habe ich mir jetzt schon einen weißen Farbkarton zurechtgeschnitten in 12×12 cm. Der wird nachher hier hintergeklebt. Drehen wir das mal vorsichtig um. Bei den Klebeplättchen habe ich jetzt natürlich noch keine Folie abgezogen und das ist auch sehr, sehr wichtig, denn sonst würde es ja jetzt schon zusammenkleben. Ich mache jetzt Folgendes, ich habe jetzt hier die Standschablone, die ich ja hier vorne schon verwendet habe, lege sie mir hier genau unter, so dass sie auch passend ist zum Stern, der ausgestanzt ist. Das hat folgenden Sinn, ich möchte jetzt nämlich hier was draufstempeln und dann sehe ich natürlich, wo genau der Stern sich dann vorne befindet und das geht dann damit umso einfacher. Ich habe mich jetzt für folgenden Stempel entschieden. Von EFCO gibt es Prost Neujahr. Prosit Neujahr steht da. Okay, so, das hätten wir dann auch. Dann können wir das zur Seite packen. Das brauchen wir nachher. Da kann jetzt die Stempelfarbe ganz in Ruhe trocknen. Wir nehmen uns das wieder zur Hand und brauchen jetzt unsere Streuelemente. Da könnt ihr Glitzer nehmen, Pailletten, was ihr möchtet. Ich gebe jetzt Folgendes rein. Ich nehme ein paar Pailletten in wunderschönem Pink. Dann sollen bei mir noch ein paar silberne hinein. Und ich habe jetzt hier noch aus dem Action so eine kleine Mini-Fläschchen. Auch nochmal in Lila und ich nehme noch Silber dazu. Die sind hier kreisförmig und die sind Dreiecke. Und davon gebe ich jetzt auch noch ein paar mit dazu. Wenn wir das gemacht haben, dann kann die Folie abgezogen werden von den Klebeplättchen. Ich bin jetzt hier einmal durch. Ich gebe jetzt noch ein paar von diesen pinken Pailletten dazu. Ich denke mal, das reicht. So, jetzt können wir uns das wieder nehmen, wo wir ja Prosit Neujahr raufgestempelt haben und drehen es natürlich auch aufpassen mit richtiger Seite hier drauf und zwar mittig. Da müsste dann bei euch ein Rand dann zu sehen sein von 0,5 cm. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, dann könnten wir es jetzt umdrehen und haben dann hier das alles schön in der Mitte. Genau, super. Und da kann man das dann auch lesen. Jetzt nehmen wir unsere Karte zur Hand, die 13×13 cm Karte und kleben das hier dann auch noch in die Mitte. Da habt ihr dann auch nochmal einen zusätzlichen Rand von 0,5 cm. Ihr könnt das hier mit auch wieder mit Klebeplättchen als kleinen Puffer so ein bisschen nach oben drauf kleben oder direkt auf die Karte kleben. Ich klebe das bei mir hier direkt auf die Karte. Dann drücken wir das nochmal leicht an. Diesen Stern haben wir hier schon benutzt. Da haben wir das ja ausgestanzt. Jetzt habe ich noch einen etwas kleineren Stern. Da seht ihr das als Vergleich. Und das zusammen werde ich auf schwarzem Farbkarton ausstanzen. Damit der Rand hier gleichmäßig bei dem Stern ist, werde ich das noch ein bisschen fixieren mit Klebeband. Und dann stanze ich das einmal aus. So, hier seht ihr das jetzt. Und zwar wird das jetzt hier vorne der Rand sein. Die Umrandung, die werde ich hier drauf kleben. So, leicht andrücken. Dann fehlt noch die Jahreszahl. Es geht ja auf das Jahr 2021 zu und dafür benötigen wir die 2, die 1 und die 0, die ich ausstanzen werde. Da habe ich hier in diesem wunderschönen Block das hier, das tolle Papier, das wunderschön schimmert und glänzt und so ein bisschen auch spiegelt. Und da werde ich 2021 ausstanzen und zwar das auch mit der Big Shot. So, schaut mal, hier seht ihr jetzt die Zahlen, die habe ich jetzt soeben ausgestanzt und die Zahlen klebe ich dann hier unten rechts auf diese Seite hier. Da ist sie wunderbar zu sehen, passend auch zu der Paillettenfarbe. Kleben wir sie also auf.
So, fertig ist die Karte. Die Jahreszahl ist jetzt also drauf. Nochmal der Schütteltest. Ich denke mal, der Schütteltest war erfolgreich. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da und lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Videos sehen möchtet. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bleibt gesund und vor allem kommt gut ins neue Jahr. Dann bis zum nächsten Mal bei meiner Bastelwelt. Tschüss!